Hey meine Freunde, keiner hat damit gerechnet, dass heute ein YouTube-Video kommt. Aber wisst ihr, es spielen mehrere Faktoren eine Rolle, weswegen ich mir gesagt habe, ey, ich mache jetzt ein YouTube-Video. Punkt Nummer 1 ist folgender. Jeder, der meine Stories verfolgt, weiß, dass ich nachts immer sehr aktiv bin. Warum? Weil ich keinen richtigen Schlafrhythmus habe. Weil wisst ihr, manchmal muss ich tagsüber Sachen erledigen und manchmal schaffe ich die einfach nur nachts. Heißt, es ist so geworden, ich schlafe dann, wenn ich Zeit habe. Manchmal tagsüber 3 Stunden, manchmal nachts paar Stunden, so, wisst ihr, ich meine? Und jetzt zum Beispiel, ja, ich kann schlafen gehen, aber ihr kennt es, manchmal geht es nicht. Und es gibt so 2 Dinge, die mir auf den Herzen liegen, deswegen dachte ich mir, komm, mach einfach ein YouTube-Video. Der andere Punkt, warum mehr YouTube-Videos kommen, ich sehe einfach in TikTok keine Zukunft. Dieses Sperrungssystem und keine Ahnung was, ist einfach dumm. Ihr müsst euch so vorstellen, vor ein paar Tagen habe ich eine YouTube-Szene gepostet, damit Leute auf das YouTube-Video aufmerksam werden. Ist irgendwie nicht durchgegangen, habe ich privat genommen. Jetzt gestern aus nichts mit gesperrt. Und was ist passiert? Ich bekomme eine Woche Upload-Sperre. Und jetzt kommt das Lustige. Wenn mein Video entsperrt wird, sagt TikTok trotzdem, nö, du bekommst 3 Tage Upload-Sperre. Für was? Für nichts. Sie kam also in Untersuchungshaft, weil sie angeblich geklaut haben. Wenn das so gewesen wäre, kämen sie einen Monat in den Knast. Aber da sie unschuldig sind, wären sie freigesprochen. Aber verdammte Scheiße, weißt du was? Trotzdem 2 Wochen Knast für dich, Alter. Warum dann? Weil ich Bock drauf hab. Und das ist die Logik von TikTok, Freunde. Wisst ihr, obwohl ich länger nichts hochgeladen habe, sind meine letzten 2 Videos für meine Verhältnisse sehr gut angekommen. Und ihr motiviert mich damit, eine Sache durchzuziehen. Ich werde versuchen, alle 1-2 Tage ein YouTube-Video zu bringen. Und mir ist auch egal, wie viele Klicks die machen werden. Das, was ich immer vergesse, ist, dass keiner seine Million direkt hatte. Weil manchmal dachte ich mir, ey, ich muss doch jetzt schon diese 20, 30, 50, 100.000 Klicks haben auf YouTube. Aber so zu denken ist falsch. Kein Monte, kein Mois oder sonst irgendjemand hatte direkt seine Million. Jeder hatte seinen Weg und das wird meiner sein. Ihr werdet dabei zusehen, wie ich immer wachse und wachse, bis ich mein Ziel erreicht habe. Aber natürlich, um zu wachsen, brauche ich euch. Und ich kann euch kurz und knapp sagen, was mich unnormal unterstützen würde. Einfach mich abonnieren und nicht diese Glocke unterschätzen, weil die ist auch sehr, sehr wichtig, die auch anschalten. Und das Wichtigste von allen, wenn ein YouTube-Video kommt, ihr die Benachrichtigung bekommt, dann in den ersten 2 Stunden direkt anschauen. Und das von Anfang bis Ende. Und halt Daumen hoch und 2-3 Kommentare da lassen. Damit supportet ihr mich unnormal, ihr wisst gar nicht. Und meine Videos werden zwar ein bisschen kürzer, weil das wirklich viel Arbeit ist, aber ihr habt trotzdem davon mehr, wenn alle 1-2 Tage ein Video kommt. Meine abschließenden Worte dazu sind, nur gemeinsam sind wir stark und lasst uns gemeinsam groß erreichen. Ich habe eine sehr große Vision und einen langen Weg vor mir, den ich mit euch gehen will. Ich küsse jedes Auge, jedes Herz, jedes Knie, jedes weiße Fußnägel, das mich supportet und hinter mir steht. Aber Schluss mit lustigem Deep Talk. Eigentlich hätte ich heute eine große Cap-Analyse machen können, aber wisst ihr, ich möchte ihn eher zeigen, wie enttäuscht ich bin, als dass ich ihn jetzt komplett zerstöre. Weil er mir mal was bedeutet hat, ein Homo. Ich kenne ihn seit er 300.000 oder so hatte. Heute hat er irgendwie über 2 Millionen. Und ich habe ihn jetzt jemand kennengelernt, der sehr bodenständig war. Einfach ein Allmann, der Brot nach Hause bringen wollte. Während der anderen Menschen eine Freude macht mit seinen Jokes und keine Ahnung was. Und er weiß genau, wo ich stand hinter ihm. Ich habe noch immer gesagt, ey Bro, wenn jemand dich abfuckt, ich schwöre, ich flachs nur keine Ahnung was. Doch mit der Zeit wurde er größer und größer. Und mit der Größe kam eine leichte Veränderung. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ihn auch darauf angesprochen. Aber trotzdem wurde er mit der Zeit immer schlimmer und schlimmer. Hat eine komische Sache nach der anderen gemacht. In meinen Augen einfach nur Fangirl geworden. Und nicht besser als diese ganzen anderen TikToker, gegen die ich schieße. Und ja, er hat mich böse enttäuscht, weil ich in ihm noch so ein bisschen Hoffnung gesehen habe. Wirklich so enttäuscht, dass ich mir selber dachte, okay, Bro, das erzähle ich besser von ihm. Das habe ich auch getan. Irgendwann kam er trotzdem wieder ins Gespräch und haben sogar genau darüber geredet. Und wisst ihr, was seine Worte waren auf die Frage, warum er so geworden ist? Sorry, dass ich das jetzt einfach so leake. Ich finde es wichtig, den Leuten zu zeigen, wie es abläuft, wenn jemand sich wirklich komplett verändert. Was einfach Auslöser sein können. Er sagte Sachen wie, ja, die anderen verdienen so viel, ich verdiene weniger und dies. Ich will auch so viel verdienen, ich will mehr verdienen, wenn du wüsstest, was sie verdienen. Heißt, er hat sehr viel auf andere geschaut und dachte sich, ey, ich muss auch so werden. Ich muss genauso wie ein Jamo werden, damit ich genauso wie er verdiene. Da hat er die gleichen Filme, die Jamo bei Addison gemacht hat, bei Jule gemacht und sich halt von sehr vielen Cap-TikToker was abgeschaut. Und wofür? Damit du mehr verdienst? Ich verdiene zum Beispiel mit Twitch ein bisschen Geld. Weißt du, wie viel ich machen könnte, wenn ich so wie diese ganzen anderen TikToker wäre? Es gibt sowas wie Geduld, Sabr. Ich verkaufe meine Seele nicht, tu nicht Dinge, die mir eigentlich nicht gefallen, weil ich mir denke, ey, wenn du Geduld hast, wird es eines Tages viel größer und viel länger halten als diese ganzen anderen. Aber dazu komme ich noch mal am Ende. Jetzt kommt ein Punkt, der mich dazu getrieben hat, dieses Video zu machen. Klar gab es unzählige cringe Moves von dir, aber ich als Mamuti habe nie was dazu gesagt. Auch wenn so viele Menschen mich angeschrieben haben, ey, Flachs, Demon, keine Ahnung was, wir haben mal leise. Aber hier kann ich nicht leise sein. Sehr viele Leute, die man kennt, haben zu dem Video gemacht, wo sie Sachen gesagt haben wie, ey, Bro, pass auf deine Gesundheit auf. Deine Kommentare waren genauso voll damit. Du hast hunderte Kommentare bekommen mit, ey, pass auf deine Gesundheit auf. Und dir ist klar geworden, deine Fans, die dich mögen, haben sich Sorgen um dich gemacht. Die machen sich Sorgen um dich. Du bist auf keinen einzigen Kommentar eingegangen, nicht weil du dir dachtest, das stört dich, sondern weil du aus den Sorgen deiner Fans Profit rausgezogen hast. Du weißt, sehr viele Kommentare schmecken für Algorithmus und ein Thema, worüber ganz TikTok gerade redet, was um dich geht, hast du, weil es dein TikTok gut tut, einfach ignoriert. Und das war nicht mal alles. Tage später sagst du, ey Freund, jetzt mach ich ein Statement. Und was war dein Statement? Eine Hörprobe für deinen Song. Das kannst du keinem erzählen, Digga. Bedankst du dich so bei deinen Fans, die sich um die Sorgen machen? Vor allem diese Lines in deinem Song. Stopp für mir Cheeseburger rein bis in den Tod. Was willst du mir sagen, du dummer Idiot? Also wenn ich ein Fan von dir wäre, würde ich mich nicht verarscht fühlen, sondern ich würde dich auf jeden Fall weiter supporten, Digga. Und alle, die sich gerade gefragt haben, warum ich darüber rede, wie tief er gesungen ist. Bro, er ist mehr als so tief gesunken. Vor allem danach macht er in Klammern ein richtiges Statement und da entschuldigt er sich und keine Ahnung was und sagt dann,
Wollt ihr noch, dass ich meinen Song rausbringe? Digga, wir wissen ganz genau, du hättest ihn so oder so gebracht. Sehr, sehr, sehr viele waren dagegen. Aber auf einmal willst du den Song trotzdem bringen. Die Leute haben gesagt, wollen sie nicht. Also warum bringst du ihn jetzt? Ah, stimmt, deine Entschuldigung war ja auch Promophase. Ich sage in deinen Kommentaren sowas wie, du hättest ihn so oder so gebracht. Und du sagst, wetten, nein. Okay, also dein Song kommt am 24. raus. Aber abgeschickt hast du ihn angeblich vorgestern. Damit du auf Spotify einen Song bringen kannst, musst du ihn 2 Wochen vorher abschicken. Wenn also dein Song am 24. auf Spotify ist, dann hast du alle inklusive mich nochmal böse angelogen. Freunde, checkt einfach, das ist eine Sache, woran andere Menschen leiden, ausgenutzt wird für Fame. Und nicht mal nur das, seine ganzen Fans von vorne bis hinten verarschen. War es dir dieses Geld wert? Den einfach gefühlt so Mittelfinger zeigen? Bist du jetzt glücklicher, weil du fast so viel wie Jamo verdienst? Ich sag dir ehrlich, diese ganzen Menschen, die sich um dich Sorgen machen, hast du gar nicht verdient. Wenn du dich bis in den Tod fressen willst für bisschen Fame und keine Ahnung was, dann mach das. Aber leb dann auch mit den Konsequenzen. Vielleicht bist du danach bisschen famer, vielleicht hast du danach bisschen mehr Geld. Aber was bringt dir es, wenn du krank bist? Du kannst der reichste Mensch auf Erden sein, wenn du nicht gesund bist, bringt es dir auch nichts mehr. Um dein Image treu zu bleiben, scheiß auf deine Gesundheit. Und für was? Für zahlen. Jeder soll das machen, was er will. Selber schuld. Aber ich sage dir einfach nur, hast du keine Gesundheit, hast du gar nichts. Und zu dem Thema, dass du dich wirklich verändert hast. Du wolltest schnelles Geld und viele Klicks haben. Und welche Schiene bist du deswegen irgendwann gegangen? Die eines Lügners. Aber merk dir eine Sache, keiner wird langfristig erfolgreich, wenn er irgendwas unehrlich macht, um schneller daran zu kommen. Ich bleibe lieber ehrlich und habe Geduld, weil glaub mir, das wird sich am meisten auszahlen. Ja, vielleicht ist ehrlich langsamer als unehrlich, aber dafür wächst, wächst, wächst und wächst es und hält auch. Stellt euch das wie 2 Häuser vor. Das eine wurde ehrlich aufgebaut und das andere unehrlich. Das unehrliche Haus hat ein paar Monate gedauert, aber das ehrliche 1-2 Jahre. Eines Tages kam ein Sturm, das unehrliche Haus ging in die Brüche und was hat gehalten? Das ehrliche Haus.